Wir haben Kokos-Shampoo selber gemacht und wir möchten euch dieses tolle Rezept heute vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei den Naturhexen. Für das Kokos-Shampoo müssen wir erst einmal Wasser erhitzen, damit sich der Honig darin auflösen kann. Das machen wir jetzt. Ich gebe jetzt den rohen Honig dazu, damit er sich dann im Wasser auflöst. Wir stellen das runter, das ist zu hoch. Wie man sieht, der Honig verflüssigt sich schon. Der Honig ist jetzt aufgelöst. Wir haben den Herd schon längst wieder ausgemacht. Das muss halt nur ein bisschen, damit sich der Honig verflüssigt. Mehr, es muss nicht kochen. Wir geben jetzt die Kokosmilch auch noch in die warme Masse, damit wir die gut unterrühren können, damit die sich auch noch auflösen kann. Wie man sieht, ist das mich ein bisschen klumpig noch. So, jetzt rühren wir das im Schneebesen durch. Das Olivenöl kommt jetzt auch dazu. Fünf Tropfen Teebaumöl. Das Teebaumöl ist für eine trockene Kopfhaut. Dann kommen jetzt 5 Tropfen Pfefferminz für öliges Haar. Und 20 Tropfen Zitrone für normales Haar. Jetzt alles gut verrühren, oder so gut wie es geht. Jetzt kann man noch kräftig rühren, weil die Kristallinseife noch nicht drin ist. Wenn die nachher drin ist, muss man das vorsichtig machen, weil sonst fängt es an zu schäumen und läuft dann über. So, jetzt hat sich alles miteinander verteilt. Jetzt geben wir die Kastellinseife dazu. Alles da rein. Jetzt vorsichtig miteinander verrühren, dass nicht anfängt zu schäumen und überläuft. Und schon ist das fertig. Jetzt wird nur noch abgefüllt und ist dann sofort einsatzbereit. Wir füllen unser Shampoo jetzt hier um. Ich hoffe, das klappt mit links. Seit fertig ist es. Und ihr könnt euch jetzt schon die Haare waschen. Viel Spaß beim Nachmachen. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!